Jetzt. Warte. Nein! Ah! Er hat jetzt. Warum bist du über Bord gesprungen, Ritzi? Ich bin nicht gesprungen. Seit wann kann man denn da rüber? Ich bin nicht gesprungen. Das sah bei mir aber anders aus. Moin, sind herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. Da wir in den letzten Folgen ziemlich viel Gold verdient haben, haben wir uns neue Accessoires für unser Schiff und uns selbst gekauft. Ja, du hast jetzt, glaube ich, einfach nur eine Feder dran und ich nicht, oder? Das wie viel tausend hat die Feder gekostet? 3000. Ach du Scheiße. Ich sag ja, wir werden hier nach Strich und Faden beschissen. Geh mal nach unten. Ja, moin. Was? Da sind wir doch ein bisschen beschäftigt. Drück mal E. Das Crew der Dancing King, was? Eh? Ach du Scheiße! Okay. Wo ist aus dem Abendessen Castle wird heute wohl nichts. Das ist nicht erstes Kapitel, oder? Das zweite willst du gar nicht sehen, was da noch alles kommt. Ich sehe gerade nichts hier. Ja gut, dann haben wir viel zu tun, ne? Würde ich sagen, Anker hoch und ab geht's. Und da sind teilweise sogar drei Leute drauf. Drei Leute. Wo müssen wir denn hin? Das ist ein richtiges Gedränge, ey. Ja, erstmal fahren, dann können wir ja gucken, wo wir hin müssen. Ja, so. Ich glaube, bei so vielen Karten können wir gar nicht falsch fahren, ohne Witz. Also, die meisten sind gerade im Osten. Ich finde nur die eine Insel gerade. Im Osten. Jawoll. Damit kennt er sich aus. Im Osten werden die Schätze rosten. Da. So, und jetzt fehlt mir nur noch Castaway Isle. Was kostet eine Augenklappe? Jedenfalls mehr als ein Auge, das kann ich schon mal sagen. Ja, ihr könnt die Segel hin drehen. Hab ich gerade. Also zumindest das eine. Alle. Ja, mit meinen Jedi-Kräften bewege ich die anderen, warte. Scheiß Cheater. Spukhafte Fernwirkung, mein Freund. Ach, da ist er. Okay. Hinter uns ist übrigens ein Schiff. Und Reinmaster gespawnt. Ja, wir müssen jetzt in den Osten, ein bisschen Südosten. Bisschen. Ein bisschen. Ich wette, irgend so ein Physikprofessor ja, schreibt jetzt in den Chat, aber spukhafte Fernwirkung ist in der Quantentheorie ja eigentlich. Vielleicht mal so das neue Ding ausprobieren. Hier. Das neue Ding ausprobieren. Ja, that's what she said. Du hast so, hättest du nicht auch eine neue Lampe kaufen können? Ja. Mit drei Federn oder sowas? Ist mir egal, meine hat einen abgebrochenen Griff. Passt schon. Hm, Vorräte rechts von uns. Alles springt. Da drüben. Hui. Ich springe besser nicht mehr. Ich hab Kanonenkugeln. Jawohl, und Bananen. Links von uns ist ein Dreimaster gar nicht so weit weg. Ja, kann ich gerade nicht. Ah, oh, der ist bei einem Wrack, lass da hin. Hier, der Meermann hinter uns. Muss mir da schnell noch zwei Eier in den Mund stecken. Schön. Ostereier, Mann! beeilt euch mal und kommt wieder an. Ja, doch. So nüchtern wirklich kommt man. So nüchtern wie möglich. Das mit dem Dreimaster hat er gesagt, nachdem ich getrunken habe. Ach, hab super. Ich vorher gesehen. Oh Gott, diese krumme Musik und dann der Dreimaster voraus. Ich ahne nichts Gutes. Ob die Glückssträhne anhalten wird? Uns da bereit machen? Uns da breit machen, hast du gehört? Wir müssen unter Deck und uns besaufen. Wieso sind denn die Kugeln hier nicht geladen hier in der Kanone? Und in der auch nicht. Und soll hier ich ankern oder schießen? Ja, ankern, ankern. Wann? Jetzt. Warte. Nein! Ah! Er hat jetzt ankern. Warum bist du über Bord gesprungen, Ritzi? Ich bin nicht gesprungen. Seit wann kann man denn da rüber? Ich bin nicht gesprungen. Das sah bei mir aber anders aus. So, huch, hui! Ich bin nicht gesprungen. Nein! Hauen die ab? Shadows ja, die fliehen. Ach. Sie wollen uns ihre Schätze nicht überlassen. Ah, mein Scheiße, ich bin zu inkompetent beim Schießen. Ist das ein Wal da vorne? Das Wrack.
Achso. Ja, richtig. Achso, ich bin jetzt da reingesprungen, weil ich dachte, wir plündern jetzt das Wrack. Nee, die haben doch das Wrack geplündert. Okay, ich warte auf den Meermann. Wir fahren zum Outpost, oder? Faul Eel. Also. Ja, das schaffen wir nicht mehr, oder? Hinter denen herzufahren? Ist das ein Outpost? Ach, wenn die jetzt abhauen wollen, lass sie abhauen. Wir haben was zu tun. Ja, echt, wir haben genug Leute abgezogen heute. Was? Ja, du nicht. Ich weiß, du bist die ganze Zeit rausgeflogen. Das tut mir leid. Wir müssen eine Kehrtwende machen. Fahren komplett in die falsche Richtung. Ich hab eingeschlagen. Und kaum bin ich da, da geht es schon mit Eieressen los. In den Mund stecken. Ich hab nichts von Essen gesagt. Wolltest du nicht auf den Meermann warten? Ja, das ist dann auch irgendwie. Ich dachte mir. Für die Eier. Ich dachte mir, ich nehme die Abkürzung zum Schiff. Weißt du, Monster, was hast du eigentlich für eine Billigversion gekauft? Die leuchtet mal. Ja, die ist kaputt. Muss ich umtauschen. Lampes. Muss die für 100, 140 kaufen. Jetzt hätte ich den Anker beinahe direkt wieder runtergelassen, als ich reingelaufen bin. Guck mal, Vorräte. Ja. Oh, ab ins Wasser. Da rechts, da segeln sie. Aber wir wollten sie ja ziehen lassen. Moment mal, warum sind die jetzt plötzlich rechts? Weil wir uns gedreht haben. Weil sie ihre politischen Ansichten kennen. Ja. Drehen wir uns gleich wieder. Wir drehen, ja. Südosten. Ja. Guck mal in den Nami Chat. Hat 3,49 Euro dagelassen. Dankeschön. Vielen Dank. Zur Behandlung der Witzelsucht. Die ist heute ganz schlimm. Er hat Anker gesagt, das war meine Aufgabe. Nein. Ja, wartet. Ich mit dir, du zeigende Kekse. Ich gurgel noch schnell meinen Mund aus und dann. Oh ist Gott. Das schon die Insel? Ist es eine Insel? Ist es eine Insel? Ah, jetzt ja, eine Insel! Hä? Hui. Das ist doch nicht die. Das ist doch die falsche. Die das ist, gar ist nicht doch auf die der Map. Nicht markierte Nein, Insel, oder? Das ist die falsche. Jetzt bin ich eigentlich extra vom Bord gegangen. Du kennst die auch wieder, ne? Ich hab die hatten wir doch wieder mal. Ja, die ja, hatten ja. wir doch extra mal angesteuert. Hm, da hast du auf mich gezeigt. Ja, ich hab unter das Wasser gekotzt. Seid ihr sicher, dass das nicht die richtige ist? Ja, das ist eine nicht auf der Karte markierte Insel. Und wie soll ich in meinem Zustand jetzt wieder aufs Schiff kommen? Weiß ich nicht. Gar nicht. Ich habe mich hier runtergequält. Und ihr Schweine, ihr sagt mir jetzt erst, dass das die falsche Insel ist. Los, schnell, nicht in den Anker. Ja, wir stehen mitten im Meer. Gerade. Wir stehen im Meer, das ist aber kein tiefes Meer dann, wenn wir da drin stehen. Du kannst überall im Wasser stehen, mein Freund. Ne? Ob du rausguckst, das ist die nächste. Ich kotze jetzt gerade übrigens noch das Meer ein bisschen tiefer noch. Also hier, nein, wartet auf mich. Warum schwimmt er denn schon wieder nicht schnell? Er soll sprinten. Er mit Shift. Ja, dann drück ich doch. Aber er macht es nicht, nur so ganz lass kurz. Weiter, wir müssen los. Okay. Wir müssen Segel hochziehen sonst. Nein. Oh, ich hab's noch geschafft. Nee. Es geht noch. Ja, ihr seid mich noch nicht los. Ich bin wenn wieder da. Guck mal auf die Karte, wo wir gerade sind. Kann ich gerade nicht, ich muss lenken. Welche Karte? Keine, die Karte bewegt sich. Da, wo wir gerade sind, da ist keine Insel. Die bewegt sich, die Karte. Ich kann nicht genau sagen, was wo ist. Wir müssen nach Südosten. Da, wo die Linien sind. Ich kann die nicht lesen, wenn du da drauf bist. Ach so, du kannst nicht lesen. Wenn ich da drauf sitze. Alles. Wenn ich auf der Map sitze, kannst du nicht lesen. Ah, ich glaube, ich bin wieder nüchtern. Jetzt kannst du doch bergab gehen. Oh nein. Dieses Geräusch ist mir wohl vertraut. Huch, oh Gott. Hast du etwa ein Messer zu einer Schießerei mitgebracht? Ah je. Ich glaube, heute Abend habe ich Kopfschmerzen. Vom Lachen. Vor allem heute Abend. Es ist schon Abend. Stimmt. Edition. Oh ja, diese wunderschönen harmonischen Klänge. Kann man sich nicht in der Takelage erhängen?
Tüdle. Das ist der neue Klingelton für Sandy. Tüdle. Also ganz schnell hintereinander. Tüdle, 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 tüdle. Ja, kann man mal kotzen auf jeden Fall. Hör auf! Ja, da kommt er. Wer steuert? Niemand. Ich, keiner. Der Matrose niemand steuert gerade. Oh, jetzt sehe ich ja nichts mehr. Ich auch nicht. Ich glaube, da ist eine Insel. Oder ist es Kotze? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir müssen... Insel, ja, wir sind... Oder? Doch, wir sind da. Okay. Anker? Lauf mal durch die Kotze hier und dann... Oh, hat Anker Gott gesagt. Ja, Anker. Ja. Na, wir kommen oh nein! Raus, ohne dass wir... Doch, kommen wir. Au, nein, kommen wir nicht, kommen wir nicht, kommen wir nicht, kommen wir nicht. Ja. Das wird aber eine Zwickmühle. Aber mit dem Rückwärtsgang geht das schon. Ey, und Scheiß, eigentlich müssten wir doch nur die Segel einmal komplett in eine andere Richtung drehen. So. Ja, eigentlich schon. Wir müssen die Segel einfach nur einfahren, einraffen. Einraffen vor allem. Wir können auch zwei raffen oder drei raffen. Giraffen. Giraffen, genau, die finde ich auch gut. Boah, hier gibt's ganz viele goldene Hühner, warum haben wir eigentlich ja, die Käfige nicht hier mitgenommen? Ich wollte die Käfige nicht mitnehmen. Weiser Voraussicht. Wir haben genug Geld für heute verdient, oder? Was? Du tust das hier nicht nur wegen des Geldes? Oh, hier sind Goldies. Was? Wo? Hier denn? Wo bist denn du? Beim Schiff. Okay. Was hast du für einen Computer? Einen guten. Zwischen zwei Pfosten in einem Schiffswrack gelaufen, wurde zurückgeportet, weil ich zu fett war und nicht mehr rauskam. Oh, ah, hier können wir nicht hinschießen. Nee, können wir nicht, noch nicht. Warte mal, was ist denn jetzt eigentlich hier die Aufgabe, die wir lösen müssen? Ist das die erste Insel, ja? Die oberste. Töten. Castaway Isle. Ist das Castaway Isle? Ich weiß. Nee, das ist doch Shipwreck Bay. Wenn sie im Wasser stehen, dann kannst du drauf schießen. Shipwreck Bay. Captain Shelley... Presley, Elvis Presley, wir müssen Elvis Presley töten. Ist ja direkt eine Munitionskiste, wir können durchgehen, ballern. Sind die da hinten schon? Ja, die sind hier. Wo seid ihr oben? Wo seid ihr jetzt? Unten, beim Schiff sind wir direkt. Hier ist direkt eine Munitionskiste, Leute, ne? Bedient euch. Roger. Alles ja. Roger in Kambodscha. Bingo, Ingo. Das heißt, die sind Skelette irgendwo. Die machen schon Musik mit ihren Knochen. Ich dachte, das sind Models. Ja. Models und Musiker, das sind so Multitalente. Erschlag die Viehzinge, erschlag sie, genau. Was kommt? Wo ist der Bosskopf? Hier ist er, ich hab ihn! Ich hab ihn sicher, nehmt ihr ihn! Aua, nicht mich erschießen! Kann ich doch gar nicht. Irgendwer hat dich erschossen. Ah, ich hab Shelly. Aua! Shelly Pressgang ist auch ein geiler Name eigentlich, oder? Solange der Pressgang nicht verstopft ist. War der Einzige hier, oder? Mhm. Ja. Ah. Bei mir hat's auch versagt. Oh. So, na dann, lasst uns mal frontal gegen den Felsen fahren. Ja, ich zieh den Anker. Wenn ich mich jetzt dazwischen stelle, müsste doch eigentlich nichts passieren. Also immer so wegdrücken. So.
Ja, hier ist noch so ein Schiffswrack leider noch so. Oh Gott, wir haben es auch geschafft. So, und jetzt sollten wir vielleicht zwischen den Inseln so durchfahren und nicht so drauf zu. Die Weisheit des Tages. Ich wollte es nur mal zusammenfassen, dass alle wissen, auf welcher Seite wir hier stehen. Ja, ich glaube, das ist... Ja. Moment mal, welch merkwürdiges Geräusch höre ich aus dem Rumpf dieses Schiffes? Wer verrichtet hier sein Geschäft unter Deck? Welcher Schuft? Und da kommt vielleicht noch was hinzu. Oh, das war Maßarbeit. Mhm. Masern bei der Arbeit? Ich stimme fürs Einsperren. Nein! Nein, das... Nein! Nein! Tu das nicht! Ihr wollt es doch gar nicht. Da wird es... Ja, jein! Ach, Mann! Nice. Wasser, das musst du trinken. Toll. Da ist ein Felsen. Nein, ein Felsen. Oh, scheiße. Ja, jetzt habt ihr keinen mehr zum Flicken. Ja. Wir laufen gleich voll, du bist der Erste, der hat. Ich trink das Wasser aus, pass mal auf. Bei uns ist direkt die Insel. Naja, dann habe ich ja Zeit genug, mir jetzt Eier in den Mund zu stecken. Ja. Sind die Löcher nur oben? Nehmen wir schön einen Schluck, Spieler. Löcher sind nur oben. Die sind auch mit so ein bisschen... Flüssigkeit gefüllt. Das sind so diese Dragé-Eier, meine Fresse. Du immer so pervers sein musst. Ich esse Dragé-Ostereier. Da muss sogar Ritzi schreien. Und da ist süßer Saft drin. Du brauchst gar nicht schreien hier, da ist süßer Saft drin. Und die haben auch unterschiedliche Farben. Ich glaube, wir sollten da hinten hoch. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wieso muss Spielbär ins Gefängnis? War eine Bedrohung der Öffentlichkeit mit schlechten Witzen. Das stimmt gar nicht. Ich habe nur Eier im Mund gehabt. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Lass mich raus. Hilfe. Ich will mitmachen. Nein, das ist zu gefährlich. Nein, ich will mitmachen. Du musst mich rauslassen. Aber die schießen hier. Bleib ja, ich kann auch schießen. Lass mich raus jetzt. Ich will raus. Kann ich. Ich muss mich erschießen lassen. Nein, dort. Ich muss raus. Ach Mann. Schweinerei. Und dabei muss Shadow so dringend mal ins Gefängnis. Und immer lande ich im Knast. Na endlich. So, und wo ist jetzt die Action? Jetzt muss ich mal gucken. Die ist vorbei. Was ist denn das jetzt hier eigentlich? Hat sie dich erwischt? Shark Tooth Bay. Oh, das sind ja drei Captains. Oh, wow. Aua, aua, ich habe ja keine Bananen. Haha, ich hab welche. Ich hab auch noch Eier, aber die gebe ich dir nicht. Hier oben sind sie, ich hab sie laufen sehen. Haha. Bist du gerade gestorben? Mhm. Warum? Weil ich keine Bananen hatte. So komme ich schneller aufs Schiff. Wo sind sie? Wo sind sie, die anderen? Hier ist noch ein Stall anscheinend. Wo sind die Skelette? Wo sind sie? Weg. Ich bin angespuckt worden. Hier sind übrigens Bananen. Ja, sehr gut. Wo ist eigentlich Ritzi? Ich bin eben auch gestorben. Captain Castaway Cruise. Nach da unten. Schön, dass wir daneben schießen, sehr gut.
Stopp! Hier, hör auf, Bananen zu essen. Aha. Ne. Meins. Ah. Mein Schatz. Das ist ein hasserfüllter Schädel, das ist gar nicht mehr so schlecht. Jawohl. Ja, ich glaube, wir kriegen noch ein paar gute Schädel zusammen. Nun verkaufen wir unsere eigenen. Ja, aber die sind auch nicht gut, die Schädel. Was habe ich da hingestellt? Das war dumm. Hast du runtergeploppt? Dir wäre es runtergefallen. Haben wir jetzt nicht schon alles hier? Ne, wir müssen doch hier drei bekommen, oder nicht? Dachte ich jetzt eigentlich auch. Das ist doch gerade mal der erste. Ne, wir haben alle. Haben wir alle? Ich glaube, hier gab es nur einen. Die Mission auf der Insel ist abgeschlossen. Okay, dann zurück zum Schiff. Mit dem Huhn. Huch, haben wir jetzt losgelassen. Okay, wo waren wir denn jetzt überall schon? Bei Shark Tooth Key waren wir noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Tree Rock Isle und Shark Tooth Bay sind dann noch offen. Mhm. Aber wir müssen doch drei besuchen noch. Wo ist denn die dritte? Unten. Ein Stück runter. Ach da. Okay. Dann müssen wir jetzt Richtung Südosten. Leiert den Anker. Oder ist die da oben vor uns? Hm. Oder die. Egal, welche Insel wir als nächstes anfahren, wir werden auf jeden Fall noch einiges zu tun haben hier in Sea of Thieves. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Sea of Thieves. Bis dann, ciao, ciao.